Willkommen, ihr lieben Wagen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Kings and Queens Tarot zu eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den März 2023. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid oder vielleicht sogar auch wieder mit am Start seid. Und ich freue mich auch schon, die Legung für euch machen zu dürfen. Wie immer, bevor ich so richtig in die Legung einsteige, möchte ich mich allerdings hier auch nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Menschen bedanken. Ich freue mich unglaublich über eure wunderschönen Kommentare und die tollen Botschaften, die mich per E-Mail erreichen und auch per Post erreichen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die wundervolle Rückmeldung und ja, die Unterstützung und natürlich auch ein Dankeschön an alle Menschen, die den Kanal mit ihren Spenden unterstützen. Und ja, ich sage immer noch so ein bisschen was hier zur Einleitung. Wenn du jetzt zum allerersten Mal mit dabei bist, ist das vielleicht auch ganz interessant. Es ist also eine allgemeine, intuitive Legung. Bedeutet, dass nicht jeder hier sich vielleicht wiedergespiegelt sieht in diesen Karten. Also wenn du das Gefühl hast, dass ja die Karten hier so gar nicht deine Lebenssituation widerspiegeln, dann schau dir doch gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Dann findest du dort vielleicht die für dich passenden Botschaften oder auch ergänzenden Botschaften. Und wer ganz konkrete Fragen hat, findet wie immer unten in der Videobeschreibung den Link zu meiner Webseite und darüber könnt ihr mich dann auch sehr, sehr gerne direkt kontaktieren. Ja, die Themen, die ich anspreche, sind berufliche Thematiken und auch Beziehungsthemen. Beziehungen können Partnerschaften sein, können aber auch familiäre oder freundschaftliche Verbindungen sein. Es kann auch durchaus sein, dass sich hier ein ganz anderes Lebensthema für dich abzeichnet. Ich spreche aber nur diese beiden Bereiche an, damit die Videos nicht so ganz lange werden. Und ja, das ein oder andere muss man dann vielleicht auch so auf seine ganz persönliche Situation übersetzen. Und sollten sich noch Königinnen oder Könige oder auch der Herrscher und die Herrscherin zeigen, sind die Geschlechter unabhängig und sie können ja die eigene Energie widerspiegeln und natürlich auch andere Personen darstellen. Okay, ja, eure Karten haben sich gezeigt, wir legen los. Ja, ist natürlich direkt mal auffällig, dass hier sich so viele Chakra-Karten gezeigt haben. Bin ich auch mal schon gespannt darauf, was sich da im Einzelnen verbirgt. Wir fangen aber an hier mit der Themenposition, Themenkarte und da hat sich das Kronenchakra gezeigt. Das hatte sich an der Stelle auch noch bei einem anderen Sternzeichen gezeigt, möglicherweise den Stieren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, und das Kronenchakra, ja, das hat natürlich so mit der kosmischen Anbindung zu tun, ja, auch so mit dem kollektiven Bewusstsein. Es könnte also durchaus sein, dass ihr hier ja bestimmte Impulse wahrnehmt oder irgendwie, ja, das kann in Richtung Trends auch durchaus gehen. Wenn er so im beruflichen Umfeld mit neuen Projekten vielleicht zu tun hat, dann könnte das durchaus sein, dass ihr so, ja, das, was jetzt so im Feld sozusagen steht, an Trends schon wahrnehmen könnt, so ein bisschen hier vielleicht vorausschauend auch agieren könnt. Ja, und ansonsten hat es dann auch ganz oft mit dem Gefühl des sich verbunden Fühlens in der Gemeinschaft zum Beispiel zu tun, ja, aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr spirituelles Energiefeld, ja, also innere Impulse, Erkenntnisse können hier stattfinden. Vielleicht kann man so ein größeres Bild auch von der Situation wahrnehmen, vielleicht fallen gewisse Puzzleteile hier auf ihren Platz und man kann wirklich erkennen, worum eine Situation sich wirklich dreht, woraus die sich entwickelt hat, wie auch so die Weiterentwicklung ist und die verschiedenen Aspekte vielleicht auch besser erkennen, verstehen, die auf die Situation einen Einfluss haben. Wie immer lege ich Klärungskarten dazu, die geben nochmal genauere Hinweise, was hier vielleicht genau im Vordergrund steht. Hier haben wir das Rad des Schicksals und den Magier. Also ja, hier ist ganz, ganz viel Antrieb. Wie gesagt, hier ist Weisheit, Klarheit, Klugheit im Spiel. Für einen persönlich, aber ich denke auch zumindest im Einfluss auch auf andere Personen. Das Rad des Schicksals hat mit tiefgreifenden Veränderungen zu tun, für die man aber auch bereit ist, die man möglicherweise auch selber mit anschiebt, mit initiiert, ja.
Und ich hatte das gerade schon erwähnt, es könnte durchaus sein, dass hier gewisse Puzzleteile jetzt an ihren Platz fallen. Und das ist auch so ein bisschen, steckt so ein bisschen in diesem Rad des Schicksals durchaus auch drin, weil es auch die Karte der Synchronizität ist, sprich Teil des Manifestationsprozesses. Ja, die Impulse, die der Magier in der numerologischen 1 aussendet, ja, die finden wir in der numerologischen 10 als die höhere Potenz sozusagen des Magiers auch wieder. Und es ist sehr, sehr spannend, dass sich diese beiden Karten zusammen gezeigt haben, noch in Einheit auch mit dem Kronenchakra. Ja, also da ist ganz, ganz viel, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, spiritueller Rückenwind. Ja, als wollte das Universum euch jetzt hier wirklich den goldenen Weg aufzeigen und ihr seid auch bereit, genau den einzuschlagen. Ja, der Magier, klarer Fokus, klarer Wille, Glaube an sich selbst, Selbstvertrauen, um die Dinge hier wirklich auch anzuschieben. Ne? So eine sehr aktive Energie, die in dem Magier vorhanden ist. Also ja, im Prinzip in beiden Klärungskarten ist dieser Push nach vorne, die Dinge wirklich aktiv nach vorne zu treiben. Aber man hat auch wirklich eine klare Vision, wo man hin möchte, was man umsetzen möchte. Ja, also tiefgreifende Veränderung in welchem Lebensbereich oder vielleicht sogar auch in mehreren Lebensbereichen. Das kann natürlich auch durchaus sein. Das wisst ihr dann selbst wahrscheinlich auch schon am besten. Ja, dann haben wir als nächstes die Position der abnehmenden Tendenzen. Die stehen im Zusammenhang mit der Thematik, haben aber nicht mehr den Einfluss, den sie in der Vergangenheit haben. Ja, das klingt jetzt ein bisschen aus, aber ja, ich denke, das steht so im direkten Zusammenhang hier auch mit dem Potenzial, die numerologische Null. Ja, und das ist ja eine Neustartenergie und es könnte durchaus sein, dass ihr so in den vergangenen Wochen, Monaten irgendwie das Gefühl hattet, ja, ihr wollt was Neues anfangen, vielleicht war aber noch so ein bisschen unsicher, in welche Richtung das gehen soll, aber das nimmt hier jetzt wirklich auch an Fahrt auf, ja. Also ihr kommt so raus aus diesem Gefühl, irgendwas muss ich verändern, ich möchte was verändern, sondern das geht jetzt hier so, verdichtet sich in was Konkretes. Ja, es, wie gesagt, das ist so die nächste Stufe der Manifestation, die hier jetzt sozusagen angeschoben wird. Und ja, das fängt jetzt an, auch tatsächlich Formen anzunehmen. Sehr, sehr spannend. Also der März, denke ich, insgesamt, der hat sich in den Monatslegungen, die ich bisher schon gemacht habe, auch noch mal wirklich als ein ganz, ganz hochenergetischer Monat angekündigt. Sehr intensive Energien, die sich hier zeigen, durchaus auch positiv und ja, also bei den meisten Zeichen durchaus sehr positiv. Okay, wir haben die Klärungskarten hier zum Potenzial. Da haben wir den Eremit, die Vier der Kelche und die Gerichtkarte. Ja, das würde ich mal sagen, deutet deutlich darauf hin, irgendeine Situation war hier frustrierend, irgendwas hat hier nicht mehr zusammengepasst. Ihr hattet auch oder vielleicht das Gefühl, nicht so richtig wahrgenommen zu werden oder eure Ideen euch selbst nicht so wirklich einbringen zu können. Ja, das kann natürlich ja in einer Partnerschaft sein, in einer romantischer Natur, ja, dass ihr das Gefühl hattet, ah, das passt einfach nicht mehr. Ich bekomme nicht das, was ich mir wünsche. Oder ja, die Partnerschaft gestaltet sich einfach nicht nach vorne oder wächst tiefer zusammen. Kann natürlich auch so im beruflichen Umfeld eine sehr, sehr ähnliche Energie sein. Ja, man fühlt sich irgendwie vielleicht ausgegrenzt oder nicht wertgeschätzt, wie auch immer, ja. Und ja, hier haben wir dann noch die Gerichtkarte, den inneren Weckruf, ja, die laute Herzensstimme. Und ich denke, die habt ihr dann auch wahrgenommen, den Ruf der Seele, der sagt, hey, hier wartet aber auch was anderes, auf euch, hier möchte sich eine neue Tür öffnen. Und ich denke, ja, diesen Ruf, den habt ihr wirklich erhört. Das kann natürlich eine Phase gewesen sein, die sich ziemlich anstrengend angefühlt hat, ja, die ziemlich herausfordernd war. Aber ich denke, die Schwierigkeiten habt ihr jetzt überwunden und ja, seid ihr wirklich bereit, jetzt in einer neuen Energie wirklich Gas zu geben? Die nächste Position ist das Umfeld. Steht natürlich dann auch dementsprechend in Verbindung mit der Thematik. Hier dreht es sich oft um Personen, um Menschen, einzelne Personen oder auch Personengruppen, die einen Einfluss haben. Also das Wechselspiel zwischen dir und den anderen, was das vielleicht auch so in dir selbst auslöst. Ja, und die Ankunft und die Gerichtskarte, die sind
sind sehr ähnlich in ihrer Bedeutung. Die stimmen sozusagen überein miteinander. Plutonische Energie, ja, Transformation, Weiterentwicklung. Und ja, das könnte auch so ein bisschen so ein Aussortierungsprozess vielleicht anzeigen, ja, mit welchen Personen fühle ich mich wirklich verbunden, wo ist wirkliche Unterstützung, wem kann ich offen begegnen, wer begegnet mir auch offen und wo passt es dann vielleicht auch nicht mehr so wirklich, ja. Das kann natürlich auch in der Form stattfinden, dass man sich selbst weiterentwickelt in einer Partnerschaft zum Beispiel, aber der Partner, die Partnerin eben nicht, ja, und man hat dann vielleicht neue Sehnsüchte, neue Bedürfnisse, neue Ideen und der Partner oder die Partnerin zieht da einfach nicht so wirklich mit. Das könnte zum Beispiel so eine Energie sein oder auch im Freundeskreis auch, ja, dass sich das einfach so auseinanderlebt und jetzt zum einen da bereit seid, wahrscheinlich das ein oder andere loszulassen oder eine Verbindung zu reduzieren und andere Verbindungen dafür zu stärken und zu intensivieren. Ja. Ja, Ritter der Münzen ist oft eine Trokane-Energie. Und dann haben wir noch den Ritter der Kelche. Ja, also auf der einen Seite denke ich, ne, Verbindungen, die hier irgendwie ausklingen, die man jetzt auch bereit ist, ausklingen zu lassen. Andere dafür verstärken sich. Ja, also das ist hier wirklich so ein Wechsel, eine transformative Energie auch im Umfeld. Ja, es werden neue Schwerpunkte, neue Fokuspunkte hier gesetzt. Okay, dann haben wir die nächste Position, was die Position der Herausforderung ist, also keine Blockaden, sondern Herausforderung. Und da hat sich das Solarplexus-Chakra gezeigt und das ist wirklich das Chakra der Freude, der Energie, der Begeisterung, der Kreativität, der Schöpferkraft. Und ja, dass es sich hier auf der Herausforderungsposition zeigt, könnte natürlich hier mit der Vorgeschichte zu tun haben. Ja, wie gesagt, die war wahrscheinlich ziemlich herausfordernd, ziemlich anstrengend. Da gab es möglicherweise viele Auseinandersetzungen, Diskussionen, viel innerer Frust. Ja, und jetzt das anzunehmen, ja, dass die dunklen Wolken hier jetzt wegziehen und die Sonne wieder zum Vorschein kommt und man das Leben auch wieder leichter nehmen kann, genießen kann, kreativ sein kann, nicht permanent mit Gegenwind zu kämpfen hat. Das könnte hier vielleicht ein bisschen ungewohnt sein und deswegen sich hier also auf dieser Herausforderungsposition zeigen. Okay, ja. Zwei Schwertkarten, neun der Schwerter und die Königin der Schwerter. Ja, hier sehen wir die dunklen Wolken, die ich gerade schon angesprochen habe. Ja, neun der Schwerter, destruktive Gedankenkarte, Karte der Frustration, der Verzweiflung, des Selbstzweifels, der Reue, der Ratlosigkeit. Ja, es ist wirklich eine negative gedankliche Spirale und die war wahrscheinlich hier im Vorfeld wesentlich präsenter. Hat vielleicht so euren Alltag ziemlich belastet. Ja, und das jetzt sozusagen. Wie soll ich sagen, ich glaube, es geht hier mehr um das Vertrauen, dass das wirklich losgelassen werden darf, dass das auch wirklich vorbei ist. Ja? Das könnte noch so ein bisschen, man bewegt sich vielleicht noch so ein bisschen auf Zehenspitzen und traut dem Ganzen noch nicht so richtig. Ja? Darf ich mich wirklich wieder glücklich, befreit, erfüllt fühlen? Und auch das, die Bereitschaft, das innerlich sozusagen loszulassen, ja. Königin der Schwerter ist ja auch eine trennende Energie durchaus, ja. Also man ist aus der inneren Wahrhaftigkeit auch bereit, sich von der Vergangenheit hier loszusagen, ja, und sich neu auszurichten auf eine neue Zukunft, auf die neue Visionen. Und ja, vage Energie gehört ja auch zu den Luftenergien. Ja, da ist also ganz viel auch so die innere Haltung mit dieser Königin angezeigt. Also jetzt ja, wirklich in dieses neue Selbstvertrauen hineinzuwachsen und zu sagen, okay, ich darf hier einen Strich drunter ziehen, ja, einen klaren Strich drunter ziehen und es geht jetzt tatsächlich in eine neue Richtung weiter. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen unvertrautes Terrain im März, aber ich denke, das wird sich hier im weiteren Verlauf des Jahres auch stärken.
Die neuen Türen, die sich öffnen, die Chancen, die sich hier jetzt also ergeben, da hat sich das Wurzelchakra gezeigt. Ja, und das ist ein Chakra, das so mit innerer Sicherheit, innerer Stabilität auch zu tun hat, ja, ein Sicherheitsgefühl. Und passt natürlich genau zu der Position der Herausforderung, die wir hier gerade schon gesehen haben. Vor allem, wenn ihr mit viel negativer Energie zu tun hattet, ja, vielleicht viele verbale Angriffe kamen, ihr ja viel Nörgelei und Kritik irgendwie, vielleicht auch unberechtigte Kritik an euch, an eurer Person, an euren Fähigkeiten und Talenten vorhanden war und das ja einfach so das eigene Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein untergraben hat. Das kann jetzt wieder sich verstärken, da könnt ihr jetzt wieder reinwachsen in diese. Nee, ich bin nicht verkehrt, sondern mit mir stimmt alles. Ich bin gut so, wie ich bin. Ja, und ja, ich denke, hier wird also wirklich ein neues Fundament in sich selbst sozusagen geschaffen und möglicherweise auch dadurch ein neues Fundament für was immer ihr jetzt umsetzen möchtet. Ja, seien das beruflich neue Projekte, neues Wohnumfeld vielleicht, ja, neue Beziehungen, neue Partnerschaften, die hier vielleicht auch auf einen zukommen. Ja, Ja, Ritter der Stäbe, der Pionier, und die Weltkarte. Ja, sehr schön. Also die Weltkarte setzt ja einen Abschluss, ne? Sie zeigt an, hier ist was wirklich zu Ende. Oft oder für gewöhnlich auch eine Situation, die sich über einen längeren oder gar auch langen und manchmal auch sehr langen Bereich hingezogen hat. Ja, für manche Personen könnten hier familiäre Themen eine Rolle spielen, weil das Wurzelchakra ganz viel mit der Familie zu tun hat. Ja, ja, wie viel Stabilität konnte ich überhaupt in mir entwickeln? Wie viel Selbstvertrauen konnte ich überhaupt in mir entwickeln? Das hat natürlich mit damit zu tun, wie meine Kindheit so gelaufen ist, ja, welchen Einfluss ich so aus dem familiären Umfeld bekommen habe. Bin ich da gestärkt worden, bestärkt worden, genährt worden, nicht nur auf der materiellen, sondern auch auf der seelisch-spirituellen Ebene. Ja, da hängen sehr, sehr viele Thematiken dran, ja, das Fundament natürlich hier auch. Und da könnte einiges jetzt auch irgendwie vielleicht in Heilung kommen, ja, was wie gesagt in der längeren Vergangenheit, in der Kindheit möglicherweise auch für einige an Prägung, an Konditionierung stattgefunden hat, was nicht der eigenen Energie entspricht so wirklich, ja. Und die Weltkarte auf der hohen Schwingungsebene ist eben auch eine Karte, die mit Heilungsprozessen zu tun hat, mit Selbstannahme, Selbstwertschätzung zu tun hat, sich wahrhaftig wahrzunehmen, wer bin ich eigentlich wirklich selbst, ja? Als würdet ihr hier ja durch ein ziemlich großes Tor gehen, das wie gesagt mit einer weiten, mit einer langen Zeitspanne zu tun hat und in diesem Prozess, ja, das Tor zu durchschreiten, findet ganz, ganz viel Heilung statt und setzt neue Lebenskraft, neue Lebensenergie frei. Ja, hier Ritter der Stäbe, wie schon erwähnt, der Pioniergeist, ja, der sich auch traut, Neues zu entdecken, seien das innere neue Aspekte, ja, seien das Veränderungen oder wie man mit dem Umfeld umgeht, wie man sich im Außen bewegt, kommuniziert, was man anschiebt. Ja, also da ist einiges in Gange. Also sehr, sehr faszinierend, was sich hier bei euch auch anzeigt. Ja. Dann haben wir hier die Position der zunehmenden Tendenzen. Ja, das sind so ein bisschen die, wo es sich jetzt hin entwickelt, wo sich die Situation hin entwickelt oder was so an Energien auch eben sich verstärkt. Und da hat sich das Stirnchakra gezeigt. Ja, und das ist eine ganz, ganz wundervolle, intensive Verbindung mit sich selbst, mit der eigenen Seele, mit der eigenen Intuition. Man öffnet sich wirklich für die inneren Impulse, ist in Harmonie auch mit sich selbst. Ja. Und ja, also ich denke, Thematik Selbstvertrauen, Erkenntnis, wer man eigentlich selber ist und wie man agieren möchte im Außen, welche Visionen, Ideen und so weiter man umsetzen möchte, das wird sich hier noch verstärken. Ja.
Wow, ja, wow. Fünfter Kelche und die sechster Kelche. Die sechster Kelche ist die Karte der Erinnerung. Unter anderem der Erinnerung. Auch hier kann es sich um Kindheitserinnerungen handeln. Ja. Ja, es kann auch, ja, also hier sind Heilungsaspekte. Ne? Die fünfte Kelche ist die Karte des Abschiedes. Ja, manchmal auch Trauerprozesse. Aber mir scheint, ja, hier findet wirklich diese Loslösung statt von den Aspekten, die bisher vielleicht verdrängt waren, nicht verarbeitet waren, die ja vielleicht auch so im Unterbewusstsein sich sehr blockierend ausgeformt haben oder eingewirkt haben auf euch selbst, selbst wenn das nicht so auf der bewussten Ebene stattgefunden hat. Ja, das können aber trotzdem Ängste sein, Selbstzweifel sein, die dann wirken, ja, und sich einfach blockierend auswirken. Und auf der anderen Seite der Karte sehen wir aber diese zwei Kelche, ja, und die stehen auch in direkter Verbindung mit der Karte, zwei der Kelche, der Karte der Herz- und Seelenheilung. Und ja, nochmal haben wir so ein bisschen diese Energie, dass hier was zu Ende geht, dass hier ein Abschluss gefunden werden darf und kann mit Einflüssen oder Situationen, ja, mit denen man einfach zu kämpfen hatte, die schwierig waren, die für manche auch traumatisch waren, ja, und das ein oder andere wird hier nochmal angeschaut, beziehungsweise es darf sozusagen wieder das zum Vorschein kommen, was ursprünglich ja euch selbst auch ausgemacht hat, dich selbst ausgemacht hat, ja. Hier sehen wir einen Querverweis zu der Sonnenkarte, ja. Und auf der Sonnenkarte ist ja auch ein Kind dargestellt, ja. Und das ist die Karte, ja, unser innerer Energiemotor, unser innerer Antrieb, aber ja auch unsere innere Essenz, mit der wir hier inkarnieren auf dieser 3D-Spielwiese, das, was wir mitbringen sozusagen, ja. Und das ist für gewöhnlich von Freude, von Begeisterung getragen, ja. Wir freuen uns, am Leben zu sein, schöpfen zu können, kreieren zu können. Und mir scheint, dass diese Energie jetzt wieder zum Vorschein kommen kann, nachdem die möglicherweise für einen langen Zeitraum auch unterdrückt war. Ja? Die sechste Kelche kann dann auch damit zu tun haben, dass sich bestimmte Talente, Fähigkeiten, Ideen wieder an der Oberfläche zeigen, ja, so gerade so im beruflichen Umfeld kann das eine Rolle spielen, dass man vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen hat aus Vernunftsgründen oder weil ja ein Einfluss von außen da war und man sich vielleicht gegen die eigenen Wünsche, die eigenen Visionen entschieden hat, ja, und das kann jetzt aber wieder eine Rolle spielen, dass man das Gefühl hat, hey, ich habe doch dieses Talent und eigentlich möchte ich damit arbeiten. Ich fühle mich dazu berufen. Ja, das könnte durchaus so ein bisschen in Richtung Berufung gehen. Wenn ihr hier ja andere berufliche Wege jetzt vielleicht einschlagt, ja, für einige könnten hier auch Personen auftauchen, mit denen man sich total verbunden fühlt. Selbst wenn die neu sind, ja, wenn man diese Person noch nicht kennt, hat man vielleicht dennoch das Gefühl, ich fühle mich mit dieser Person so vertraut, so verbunden, als so ein wunderbarer Austausch, als würde ich die Person schon jahrelang kennen. Und hier kann auch tatsächlich ganz oft eine Seelenverbindung mit angezeigt sein, mit dieser Karte. Sprich, ja, mit der Seele, mit dieser Energie ist man tatsächlich vertraut und die ist auch nicht neu. Ja, seelenpartnerschaftliche Verbindung sind hier Thematiken auch dieser sechster Kelche. Muss nicht immer eine seelenpartnerschaftliche Verbindung sein im romantischen Sinne, aber auch so auf der freundschaftlichen Ebene. Also wirklich ganz tolle Menschen, die hier möglicherweise anfangen, zukünftig eine Rolle zu spielen. Ja, wow. Okay. Ja, dann haben wir noch eine Hinweiskarte bzw. eine Seelenbotschaft. Da hat sich das Vertrauen gezeigt. Ja, sei im Vertrauen, lass dich ein auf diesen neuen Weg, lass dich führen von deiner Intuition. Ich möchte noch mal kurz den Text dazu vorlesen. Es braucht Mut, zu neuen Zielen aufzubrechen. Sei dir bewusst, dass zusammenfindet, was zusammengehört. Vertraue dir, vertraue dem Weg.
Ja, wunderbar. Ich denke, das ist genau das, was hier zusätzlich noch Energie mit reingibt. Und damit wünsche ich euch einen fantastischen März. Alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste, lasst es dir, lasst es euch gut gehen. Tschüss.